Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Ortel Mobile. Ja, das Thema ist heute Boxen. Wir haben uns gerade ein bisschen mit Schocklern über Ringsprecher-Dasein unterhalten. Und Schocklern versucht mich immer zu überzeugen, ich bräuchte einen eigenen Claim, einen eigenen Satz. Ja, so wie Michael Buffer. Guck mal, jeder weiß bei Michael Buffer, let's get ready to rumble. It's Showtime. Und dann Showtime. Wie heißt er nochmal? Lennon. Ja, genau. Irgendwas mit Lennon, richtig. Engländer, ne? Ja, glaube ich. Mega. Nur in Deutschland gibt es keinen guten Ringsprecher, außer Bedo. Habe ich mal gehört. Eigenlob stinkt, heißt es immer noch. Nee, aber ich gebe mir Mühe. Ey, vielleicht hat der eine oder andere Zuschauer eine Idee für einen guten Spruch. Ja, also, wenn ihr wirklich so einen kreativen Satz habt, wo ihr sagt, ey, Bedo, der würde gut zu dir passen, haut den raus, gerne in die sozialen Netzwerken. Ich versuche den irgendwie in meinen Text einzuarbeiten. Vielleicht finde ich auch sowas raus mit Let's Get Ready to Rumble. Das Schlimme ist ja, den Satz darfst du noch nicht mal benutzen. Der ist patentiert. Das wusste ich nicht. Ja, natürlich. Let's get ready to rumble.com ist sogar eine Website. Kein wow. Schatz. Gehört auch Michael Buffer. So, Punkt. Boxen. Schocklern, schön, dass du da bist. Ich danke, freue mich. Das war kein Scherz, als ich vorhin gesagt habe, jedes Mal, wenn er kommt, hat er einen Titel mehr. Schocklern war mal da, da hatte er noch gar keinen Titel. Dann kam er, hat er einen, dann kam er nochmal und jetzt hat er zwei. Bald kommt der dritte. Den kenne ich, den da vorne. Die Deutsche Meisterschaft. Genau. Das war nämlich in der großen Freiheit. Genau, mit dir. Genau, deshalb kann ich mich sehr gut daran erinnern. War ein mega geiler Kampf. Ich glaube, bis zur letzten Runde sogar, ne? Genau, 10 Runden haben wir geboxt. Und ich habe mir nämlich gestern Abend noch mal ein bisschen mal die Punkte und so alles mal Revue passieren lassen. Man hat, also ein Journalist hat geschrieben, zwei Kämpfer, hungrig, bissig bis zur letzten Minute, aber du warst konstant besser. Ich war konstant besser, ja. 10 Runden lang klar überlegen. Ich musste aber vor dem Kampf sehr viel abnehmen, Gewicht abnehmen. 8 Kilo in 2 Tagen cutten. Das war echt mein Problem, wo ich auch sehr viel Energie verloren habe im Saunagang. Und deshalb haben wir 10 Runden geboxt und für mich wäre besser, wenn ich ihn K.O. geschlagen hätte. Mhm. Hat nicht geklappt, aber war eine gute Erfahrung, über die Distanz zu gehen und ja. Du bist ja eigentlich ein Cruiser-Gewichtler, ne? Halbschwer. Genau, ich bin eigentlich Cruiser-Gewichtler, aber der Trainer aus England, Gary Lockett, meinte zu mir, ich soll Halbschwergewicht boxen, weil ich da halt... Das ist eine Stufe tiefer, ne? Genau, 79,38 Limit. So, das heißt, eigentlich kämpfst du bei 89. Oder ist es nicht? Nein, 79,38 ist Halbschwergewicht und dann von 79,38 bis 90,7 ist Cruisergewicht. Das heißt, du hast genau, das meine 10, also 10 Kilo Unterschied. Unterschied. Und da muss man entweder richtig Cruisergewicht sein und 95 Kilo wiegen und dann cutten auf 90,7 oder du bist dann irgendwie 82 Kilo. Und, aber ich bin immer dazwischen gewesen und ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Cruiser oder Halbschwergewicht. Was ist denn einfacher? Also welche Umstellung ist einfacher für einen Sportler? Nach oben oder nach unten? Und wenn ja, warum was? Also kommt auf den Typ an, was für einen Stoffwechsel du hast. Wenn du halt gut und leicht abnehmen kannst, klar, 79,38. In meiner Größe hat man sehr, sehr viele Vorteile, Reichweitenvorteile und kann man sehr viel Erfolg haben. Und bei 90,7 musst du halt als Typ auch kräftig gebaut sein und halt auch dieses Gewicht auch bringen. Manche wiegen halt 95, 96, 97 Kilo und kochen ab auf 90,7. Abkochen heißt? Entweder durch Ernährung oder durch Wasserkur. Es gibt verschiedene Methoden, wie man abnehmen kann. Was ist eine Wasserkur, die ein Boxer macht? Nur Wasser trinken und nichts essen? Oder? Nee, du kannst klar essen, nur die... sagen wir, die 2 Wochen davor trinkst du dann echt viel Wasser, sagen wir zwischen 6, 7 bis 8 Liter am Tag. Am Tag? Ja klar, das habe ich gemacht vor dem Kampf. Scheiße, okay. 8 Liter. Aber dann musst du dich doch zwingen. Und dann musst du bis zum Kampf immer reduzieren, das Wassergehalt. Also dann 8 Liter, dann sagen wir mal 2, 3 Tage davor nur noch 2 Liter, dann ein Tag davor nur noch 0,3. Und dann bist du am Gewichttag, wo du Gewicht bringen musst, richtig trocken. Vielleicht hast du mich ja gesehen, wie trocken und mager ich aussah. Ja, ich fand, es gibt einen großen Unterschied zu jetzt. Ja, jetzt habe ich 14 Kilo mehr. Du warst so für mich. Jetzt wie ich 14, 15 Kilo mehr. Krass. Genau.
Und dann, das machen viele, aber das Problem ist, dabei verliert man auch sehr viel Energie. Und hat man auch im Kampf gesehen. Ich war technisch viel, viel vielseitiger, aber der K.O.-Punch hat mir durch den Saunagang ist weggegangen. Und das wollte ich mir das nicht nochmal antun. Und deshalb habe ich die letzten drei Kämpfe Cruiser geboxt und auch erfolgreich, auch in Spanien, gegen einen Argentinier, den auch Jürgen Bremer geboxt hat, im letzten Kampf. Habe ich ihn nach der dritten Runde K.O. geschlagen, weil halt die Power ist wieder da, bei 90,7. Und für mich bin ich so ein Cruisergewichtler mehr als Halbschwergewicht. Ja. Hat dir deshalb vielleicht auch diese letzte Spritzigkeit gefehlt, genau, diese Power? Genau, so die Kondition war da. Ja. Ich hätte auch 20 Runden boxen können, weil Gary, der Trainer aus Wales, hat mich gefragt nach der 6. oder 7. Runde, kannst du noch? Ich meinte, ja, ich kann, aber er sagt, warum bist du nicht so explosiv wie im Sparring? Aber im Sparring wog ich immer 85, 86 Kilo. Mhm. Und durch das Abnehmen habe ich dann die Energie verloren und diese Explosivität verloren. Weil ich habe ihn mit der Linken getroffen, richtig klar, wenn man noch ein Video anguckt, aber der ist nicht runtergegangen. Mhm. Aber Respekt an den Gegner, der hatte echt Kampfgeist und war eine gute Erfahrung, mit ihm zu boxen, über die 10 Runden. War schön. Also die Zuschauer hat es gefallen. Ich meine, danach gab es von uns beiden sehr viel Applaus. Ja, definitiv. Ich muss sagen, euer Kampf hat auch mit die meisten Zuschauer mitgerissen. Genau, genau. Also an dem Tag war es definitiv euer Kampf, würde ich auch sagen. Genau, wir hatten ja auch so viele Menschen, die rein wollten, aber wir hatten Platzmangel. Das kannst du laut sagen. Die Leute standen schon übereinander und aufeinander. Also war krass. Also das so oder so. Boxen im Norden kann ich immer wieder empfehlen. Ich meine, ich informiere euch ja regelmäßig diesbezüglich. Beim nächsten Boxen im Norden-Event solltet ihr auf jeden Fall dabei sein. Das Thema am heutigen Abend ist Boxen. Da vorne ist der Titel vom BDB, Bund Deutscher Berufsboxer. Ne? Genau. BDB steht ja dafür. Und Deutsche Meisterschaft. Und hier haben wir International Champion des WBF, World Boxing Federation. Was genau ist der International Champion? Das ist ein Titel für sich, oder? Genau, es gibt in jedem Verband gibt es drei Versionen. Einmal International, dann Interconti und dann der Weltmeister. Also, International ist dann für das Land, glaube ich, ne? Nee, also oder? Es gibt verschiedene Versionen. Von einem Gürtel gibt es dann einmal International, dann Interconti. Wenn du International gewonnen hast, kannst du Interconti boxen. Und wenn du Interconti hast, kannst du theoretisch den Weltmeister herausfordern, wenn der Weltmeister und du sich einigen. Ach so. Der Weltmeister muss sich auch noch wollen, ne? Genau, wollen und geldtechnisch muss das klappen und halt, das ist immer so eine Verhandlungssache. Okay. Und irgendwann, weiß ich, laut Regularien musst du bis zu einer bestimmten Anzahl auch einen Titel verteidigen. Genau, im Jahr einmal oder zweimal musst du verteidigen. So, und jetzt kommt die Bredouille. Das ist Gewichtsklasse Cruiser? Genau, das ist Cruiser. Und das ist? Halbschwergewicht. Das heißt, wenn du den verteidigen willst, muss ich 79,38 runtergehen. Aber ich habe den vakant gemacht, weil für mich sich ja nicht lohnt. Ich habe ja auch viele Angebote aus England bekommen, mit echt riesen Gagen für in England zu boxen und O2 zu boxen, bei Eddie Hearn an der Card. Aber die 10 Kilo, 12 Kilo wieder abzunehmen. Also mit Verlaub hast du keinen Bock drauf. Ist anstrengend. Ja. Ja, also ich will meinem Körper das nicht antun, weil ich meine, ich will die K.O.-Power wieder. Und ja, wobei, stimmt, K.O.-Power hast du recht, weil eins muss man auch kurz hinzufügen. Shogun hat bisher als Profi 14 Kämpfe bestritten, 11 durch K.O. Ich meine, ist eine gute Bilanz, kann man sagen, was man will. Wenn du sagst, du willst es deinem Körper nicht antun, das heißt, einem Umkehrschluss, im Cruisergewicht, da fühlt sich wahrscheinlich auch am wohlsten. Genau, wohl, pudelwohl. Ich fühle mich wohl und ich fühle auch die Kraft in mir, die ich auch im Ring hole. Und halt bei 79,38 kann ich nicht so boxen, wie ich möchte. Mhm. Man will ja auch, sagen wir, ganz in der Elite sich messen und nicht irgendwo in der Mitte. Und wie drücke ich das diplomatisch korrekt aus, ist meine Frage. Ist das deutsche Boxen überhaupt noch Elite? Weil es wird ja viel, wenn ich außen, ich meine, ich befasse mich mit dem Thema Boxen sehr viel. Ja. So, und wenn ich mir dann lese, was zum Beispiel in England über deutsche Boxen geschrieben wird oder Frankreich oder Italien, dann habe ich so das Gefühl, genau.
wir sind nicht mehr so die Starken. Ja, ich boxe für Deutschland und bin stolz darauf, dass ich für Deutschland boxe, aber halt niveautechnisch sind wir sehr, sehr, sehr niedrig. Deshalb trainiere ich immer im Ausland, in England, in Wales oder in London jetzt letzte Woche. Und halt in Deutschland haben wir leider nicht die, wie damals Klitschko, Henry Maske, Rocky Gianni. Mhm. Jetzt haben wir halt nicht, auch die Trainermangel haben wir hier sehr viel. Weil, Trainermangel? Ja, also ich meine, damals hatten wir Fritz Dudek und jetzt Uli Wegner hat ja sozusagen fast aufgehört. Und Potenzial haben wir, aber leider noch begrenzt sind wir, sagen wir mal so. Okay. Aber woran liegt denn das? Sind wir nicht mehr repräsentant? Also haben wir nicht mehr genug Standing nach außen? Kann ja nicht nur, ich meine, unsere Qualität kann ja nicht nur an Klitschko abhängen. Nee, also es geht auch darum, dass von der Gesellschaft Fußball beispielsweise mehr supported wird als Boxen. Und halt Boxkämpfe werden meistens in Deutschland nicht live übertragen. Und, viele Support, wir haben keinen Support und wenn wir keinen Support haben und halt auch nicht investiert wird an Amateurboxen, dann können wir auch nicht erwarten, dass wir beispielsweise in Olympia jetzt Medaillen holen oder halt in Profiboxen einen Weltmeister haben. Wir haben keinen Weltmeister gerade. Wir haben gar keinen Weltmeister in Deutschland. Also keinen richtigen Weltmeister. Echt? Also von kleinen Verbänden reden wir nicht. Nachdenken. Genau, von kleinen Verbänden reden wir nicht, aber IBF, IBO, WBA, WBC haben wir keinen Weltmeister. Und da will ich hin, deshalb trainiere ich im Ausland und versuche Ende nächstes Jahres um die Weltmeisterschaft zu boxen. Und ja, deshalb muss man sich harte Herausforderungen reinsetzen und dann geht das. Was machen die Boxverbände, die Vereine, Institutionen, wie auch immer, im Ausland anders? Was machen die denn anders? Warum in England? Also in England, wo ich jetzt letzte Woche war, also das Training ist anders gestaltet. Wir fangen schon an bei Equipment. Ganz banal, Equipment. Die haben alles. Alles, was ein Sportler braucht. Physiotherapeut, Speedball, so ganz banal. Speedball, Boxhecke in verschiedener Art, Trainer, die haben ein Mitstrainer, der die Pratzen hält, der die Körperarbeit übernimmt, einmal ein Athletiktrainer. Die sind sehr gut ausgestattet und auch Sparringpartner in verschiedenen. In einer Gewichtsklasse gibt es 10, 20 Sparringpartner. Du kannst dich austesten, du kannst viel mehr von vielen Leuten lernen. Hier, wenn du einen Sparringpartner brauchst, musst du erst mal suchen gehen und finden, der auch, sagen wir mal, eine ganze Vorbereitung mitmacht. Mein letzter Sparringpartner, habe ich aus Ukraine einfliegen lassen, als ich in Spanien geboxt habe gegen den Argentinier, Cruisergewicht. Viele sind sich zu schade, ich weiß nicht, was für einen Grund es gibt. Man muss halt immer gucken und deshalb, ich bin immer im Ausland und vertrete Deutschland, aber trainiere im Ausland, damit ich auch das meiste lerne, damit ich gegen die Besten der Welt auch bestehe. Das Thema am heutigen Abend ist Boxen oder der Fokus ist wieder mal auf Boxen gesetzt. Weiterhin an unserer Seite Shokran Parvani. Aktuell International Champion und deutscher Meister. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns natürlich auch auf oder in den sozialen Netzwerken heißt es immer noch, folgen. Folgt gerne über Instagram Shokran, einfach unter Shokran Parvani eingeben oder auch gerne Bedo-Official, folgt mir gerne. Ich freue mich über 2 Follower mehr am heutigen Tag. Freue ich mich darüber, ne? Genau so wird das geschrieben, einfach mal folgen. Weil sozialen Netzwerken bin ich, machst du auch sehr viel, ne? Bist auch gut fleißig eigentlich. Jetzt sozialen Netzwerken? Ja. Ja, also ich poste das, was ich gerade tue, als Boxen. Training. Boxen. Jeden Tag, 24 Stunden. So ungefähr. Manchmal denkt man, aber das Witzige ist, guck mal, bei dir denken die Leute halt, alles klar, der Typ trainiert 24 Stunden. Bei mir denken meine Follower, der hat 24 Stunden nichts zu tun. Weil ich immer nur die Sachen poste zwischen den Jobs, Projekten und so. Ja. Dann denken die Leute, der isst nur oder geht nur Shisha rauchen, der macht nichts anderes. Ja, leider sehen viele das so.
auch bei mir, die sehen 2, 3 Trainingseinheiten und dann denken die, oh, das reicht, das macht, er macht nur das. Ach, das denken die echt? Ja, viele denken das, und, aber die wissen nicht, wie viel harte Arbeit da noch drin steckt. Mhm. Das ist nicht mal einfach mal eine Stunde zum Training gehen, nach Hause kommen, essen und dann vielleicht nochmal gehen. 24 Stunden musst du dich damit fokussieren, inwiefern du dich verbessern kannst. Und das ist echt viel Arbeit. Genauso viel Arbeit, was du machst, was die Leute nicht sehen, ist es beim Sportler genauso. Ich sag's immer wieder, die Leute sehen am Ende des Tages nur die 57 Minuten Interview und denken so, okay, das war's. Was machst du? High Life. Ja, setz dich da hin und labert nur eine Runde. Ist so. Ja, tue ich aber sehr gerne, das Labern. Ist kein Problem. Jetzt steht demnächst ein neuer Titel an. Genau. Und zwar im Dezember, richtig? Richtig, 7. Dezember. Was gibt es da? Jetzt kommt der dritte Gürtel hoffentlich. Ja, hoffentlich dritte, wenn alles gut geht und Gott will, IBF Europameisterschaft. Das ist dann das, mein wichtigster Kampf, so sozusagen, ist es. Ja, ist es, definitiv. Und auch ein sehr guter Verband, IBF, kennt jeder. Definitiv. Ja, genau. Wer ist der Gegner? Weiß man das schon? Nee, noch nicht. Ist das auch ein vakanter Titel? Genau, das ist vakant. Kurze Erklärung für unsere Zuschauer. Jetzt machen wir ein bisschen meine Boxen-Special à la Google. Und zwar, vakant heißt, für diejenigen vielleicht, die es noch nicht wissen, es gibt einen Titel, aber keinen Titelträger, somit auch keinen Verteidiger. Das heißt, die zwei besten Kämpfer oder Kandidaten, die es gibt. Genau. Ja, die Verbände entscheiden das natürlich für sich selbst und sagen, hier, wir nehmen einmal Shogun und einmal Ali und die kämpfen um den Titel und der Gewinner ist dann der Titelträger. Genau, ganz und innerhalb einfach. Von 6 Monaten muss er dann seinen Gürtel verteidigen. Richtig. Also auch gegen jemand, der einen sehr guten Rekord hat, also nicht irgendein Busfahrer. Oder Fallobst, sagt man gerne in der Boxszene zu solchen genau. Oder wie nennt man... Einige sagen auch mal Sparringpartner beim Profiboxen. Ja. Gibt's auch. Du habt ja alles schon gesehen. Ist auch eine Arbeit. Verdient man echt viel, viel Geld. Ich weiß nicht, ob ich mir damit viel Geld verdienen will, dass ich mir in die Birne einschlage lassen. Also für mich wäre das nicht. Wenn ich ein guter Kämpfer wäre, ist das was anderes. Hast du aber manchmal auch Angst, krank zu werden? Weil das ist ja so ein, leider etwas, worüber also, niemand redet. Aber ja, es begleitet doch einen. Krank werden in der welcher Hinsicht? Durch die Parkinson? Schläge? Ja, so. Durch die Schläge. Ja, deshalb versuche ich auch nicht so oft getroffen zu werden. Ja, Mohammed Ali war auch der, ja, den man nie getroffen hat. Aber der hat echt offen geboxt. Aber jetzt Beispiel Mohammed Ali, jetzt Vergleich wie mit Floyd Mayweather. Ja. Der hat über 50 Kämpfe und der sieht wie ein Model aus. Und ich meine, der sieht super aus. Also kommt darauf an, wie du boxst, dein Stil halt. Mhm. Wenn du wenig Schläge vermeidest, dann kriegst du nicht ab. Na klar, bei jedem einzelnen Schlag verlierst du ein paar Gehirnzellen. So sieht's aus. Deshalb immer schön die Deckung hoch. Immer die Deckung hochhalten. Und schützen. Genau. Wie oft trainierst du jetzt aktuell für diesen Fall? Stellst du deinen Modus um? Ja, also es gibt einmal so 6 Wochen davor so ein Athletikprogramm, also vor den 6 richtige Vorbereitungen, also 12 Wochen Training, Wochen ist das, 6 Wochen Athletik und jetzt ab nächste Woche fliege ich nach Wales und dann fängt dann die richtige Vorbereitung 6 Wochen dann an bis zum Kampf, so sagen wir, bis zum Kampf und dann von Kampf fliege ich dann direkt nach Spanien. Oh, wow. 6 Wochen? Ja, genau. Also bis zum Ende, weiß nicht. Sind das, ja, genau so 6 Wochen, sogar mehr als 6 Wochen. Heißt das dann in Wales nicht nur dreimal am Tag trainieren? Nee, so zweimal am Tag, ganz normal zweimal am Tag trainieren. Halt ganz früh laufen gehen, zählt für mich nicht als Training. Ja, aber für uns ja schon. Okay. Ja, also, du musst ja alles aufzählen. Also du, als zuerst stehst du früh auf. Genau, ich stehe früh. So, machst du das auch so Rocky-mäßig? So 3.30 Uhr, wenn der erste Hahn kräht? Nein, das mache ich nicht. Früher habe ich das gemacht, als ich in Amerika war, habe ich auf Rocky-Feeling gehabt. Nee. So, ich stehe so um 7 Uhr morgens auf, frühstücke, dann um 8 so ungefähr joggen, 5 bis 6 Kilometer, ganz entspannt. Joggen, dann habe ich um 11 Uhr eine erste Session, entweder wir haben Pratzentraining oder Athletik und dann 18 oder 19 Uhr haben wir dann das zweite Training. Kommt auf das Trainingtag an, was du hast. Das wird dann immer eine Woche davor Bescheid gegeben. Okay, gibt es sowas wie Auslaufen am späten Abend? Nee, deshalb laufe ich ja Montag bis Sonntag immer meine 5-6 Kilometer. Dass ich immer als erstes, damit startest du genau. Den Tag. Und so habe ich immer nie Konditionsprobleme. Gibst du auch mal einen Tag frei? Ja, halt Sonntag die 6 Kilometer und das war's.
Ich meine das inklusive? Nein. Nö. Also so ein richtig faul Lazy Sunday? Nein. Nee, eigentlich nicht, weil Sonntag ist ja für mich lazy, dann halt. Ja, lazy ist für dich 7 Kilometer Joggen. Ja, aber ich. Für mich ist lazy, ich stehe auf und. Ja, man kann ja sich ja mal. Stehe nicht auf. Man kann sich ja mal verbessern halt. Neuroathletikmäßig. Jonglieren, Reaktionstests und sowas. Das hilft deine Reaktion. Also, Neuro was? Neuroathletik. Das man heißt? Trainiert seinen Körper und Geist. Und klingt wie bei Karate Kid gerade. Nee, aber Reaktion ist sehr wichtig für Boxen. Ja, definitiv. Und wenn du jetzt Sonntag, sagen wir, nur Chips isst und Fernsehen guckst, davon verbessert sich deine Reaktion nicht. Doch, meine schon. Meine dich. Reaction. Kommt immer auf die Perspektive. Deine nicht, du bist Kämpfer. Du darfst dir das nicht leisten. Was ist deine Einlaufmusik eigentlich? Hast du jetzt eine eigene? Ja. Oder variierst du auch? Variieren. Letztes Mal habe ich von Rihanna benutzt. Hattest du? Ja, ich überlege gerade, was denn? In the Town oder so hieß das. Habe ich gar nicht im Kopf. Solange es nicht Eye of the Tiger ist. Nee. Ich habe das Gefühl, Eye of the Tiger hatte ich auch schon mal. Hattest du? Aber jeder zweite Kämpfer kommt mit Eye of the Tiger. Yes. Ey, weißt du, da stehe ich im Ring. Und manchmal weiß ich ja nicht, mit welchem Song der Kämpfer in den Ring kommt. Da moderiere ich den Ring an und dann kommt die erste Mal, bumm. Und ich sage, oh, nicht schon wieder. Und dann, wenn du 10 Kämpfe anmoderierst, sprich 16 Kämpfer oder 20 Kämpfer, Respekt. Und davon hat die Hälfte Eye of the Tiger, kannst du dir vorstellen, wie langweilig das für mich dann im Aber Ring. Du kannst es dann auswendig. Aber sowas von auswendig, ey. Aber man braucht schon einen Wiedererkennungswert. Oder ja, musikalisch zumindest. Hat man einen Stil, den man variiert mit der Zeit? Oder ist Shokran Parvani quasi ein Kämpfer, der sagt, okay, ich habe meinen Stil gefunden und das verfeinere ich? Gibt es sowas? Boxerisch? Ja, gibt es sowas? Bei mir, ich variiere immer. Also kommt auf den Gegner mal an. Also ich versuche viele Stile anzueignen und dann durch für mich so zu mixen. Manchmal boxe ich doppelte Deckung, manchmal mit einer Hand Was runter. Was heißt denn doppelte Deckung? Also Deckung hoch, so. Genau hoch. Okay. Manchmal boxe ich mit einer Hand unten, manchmal wie mit Schulter, so wie auf Floyd. Halt ich ja, variere. Der macht das voll viel, jetzt wo du die Bewegung stimmt. Genau. Oh, warum also, macht er das eigentlich? Weil er sich so wohl fühlt und halt. Aber läuft er denn nicht Gefahr? Nee, er blockt doch durch die Schulter. Wenn die Schläge kommen, blockt er durch die Schulter und er fühlt sich da so wohl und er ist Defensivkämpfer. Er boxt sehr defensiv. Also wenn du offensiv boxst, ist besser, wenn du nach vorne mit Deckung hoch. Und er ist so ein Defensivboxer. Kommt auf deinen Typ an. Manchmal im Ring, eine Runde boxe ich so, dann auf einmal boxe ich so. Hast du vielleicht gesehen, manchmal boxe ich so. Also, okay. Also kommt auf Gegner und wahrscheinlich auf die Situation in dem Moment. Genau, wie du dich an dem Moment, wie du es haben möchtest. Ja. Wenn man, jetzt mal unabhängig von England und von Wales, wo du ja viel trainierst, du hast ja eine Zeit lang auch in den USA trainiert. Genau, Las Vegas. Läuft man da eigentlich, weil Las Vegas ist ja, ich glaube, mit der Hotspot, wo ja viele, viele Profiboxer hinkommen. Genau. Wem ist man da über den Weg gelaufen? Hey, wer trainiert da so nebenan beim Sandsack? 5 Meter davor war ich bei Floyd Mayweather Gym und Floyd hat da trainiert, man durfte nicht aufnehmen, aber klar. Was, wenn er trainiert, darfst du nicht aufnehmen? Nein, darfst du nicht. Ach nee. Dann darfst du nicht, wenn er so Training ist, so darfst du nicht als mit Handys rumlaufen. Die nehmen dir das weg und das sind solche Schränke. Also solche Schränke, wirklich. Nee, darfst du nicht, aber ein Freund von mir hat das auf Undercover aufgenommen. Unglaublich, da sieht man einige Stars so. Mark Wahlberg habe ich gesehen. Michael Phelps habe ich beim Red Rock Café gesehen. Okay. Spielt Casino und keiner beachtet ihn. Da dachte ich mir, oh, Michael Phelps hier. Wie war das denn? Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Aber fühlt man sich wie ein kleiner Junge, wenn man sieht, wie Floyd Mayweather da trainiert? Ja, keine Ahnung. Also hängt man da so. So. Ja. Weißt du, wenn ich's ja, ich war so. Ich war so. der ist unglaublich. Also, der ist unglaublich als Mensch, weiß ich nicht, aber als Sportler. Hammer. Also ich habe noch nie so einen krassen Boxer gesehen. Egal, ob jetzt jemand kommt mit Mike Tyson, Muhammad Ali und, super Charaktere. Aber boxerisch, dieser Mann hat's drauf.
wirklich seinen Jabs, ich habe die nicht gesehen, obwohl ich 5 Meter... Jabs ist der Schlag von unten, oder? Nee, also das Führhand, ist der Jab, okay. Der Führhand. Und die waren so schnell, ich dachte mir so, wow, krass. Und dann wieder krass. Welche Gewichtsklasse ist das? Er hat viele Gewichtsklassen geboxt. 68 Kilo, 65 Kilo, 70 Kilo, 72 Kilo. Aber der war, glaube ich, nie Cruiser, ne? So schwer. Nein, der ist, sehr dünn, der ist auch, ne? Klein, der ist auch ganz klein. Echt? Komm, musst du meine Brust. Echt? Ja, wenn du ihn anguckst, die 4 Bodyguards sind um ihn herum. Du siehst das ihn dann nicht mehr. Der ist um sein Sombrero und denkst dir, oh, wo ist Floyd? Ja, aber der hat es geschafft, 50 zu 0. 50 zu 0. Und das ist... Was 50 zu 0, das hat noch nie mal ein Klitschko geschafft. Niemand. Drei Niederlagen oder so, 4 Niederlagen. Noch nie jemand hat 50 zu 0 geschafft. Mit einem Kampf. Man könnte jetzt natürlich gehässig sagen, naja, wenn man sich nur solche Gurken aussucht. Nee, der hat all die Besten besiegt. Die Besten aus Amerika hat er besiegt. Es gab keinen Guten, den er nicht besiegt hat. Einem Kampf 500 Millionen gemacht. Ich meine, die Zahlen sprechen für sich. Millionen. Ja. Alter, ich weiß noch, der Kampf, da bin ich extra morgens, habe ich nicht geschlafen, gegen... Mike Tyson. Floyd Mayweather gegen... Manny Pacquiao. Ja. Den hat er auch besiegt. Hat er ihn besiegt. Ehrlich gesagt dachte ich, der Pacquiao macht ihn fertig. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Du als Profiboxer. Weißt du, was ich bis heute immer noch nicht verstehe? Ist wieder, wie heißt der Engländer nochmal? David Haye. Wie hat er gegen diesen Typen verloren, ja? Gegen Tony Bellew? Nee, der andere, der Füllige. Haye? David hat doch seinen Titel verloren gegen diesen Fülligen, der immer Snickers und Schokolade frisst. Nee, das war Anthony Joshua. Andy Ruiz. Ja, Andy Ruiz. Ja, aber... Den habe ich... aber wie geht denn das? Das geht. Der ist sehr, sehr gut in Amateurboxen gewesen, auch in Profis. Damals, vor 12, 13 Jahren, hat er mit Evander Holyfield Sparring gemacht. Das kannst du mal in YouTube gucken. Und Evander Holyfield kennt jeder. Und in Europa kannte man ihn nicht. Aber als ich in Vegas war, der hat in unserem Gym in der City Athletic Box trainiert. Der hat so schnelle Hände. Der sieht echt so wie ein Snickers aus. Ja. Wirklich. Aber wie er schlägt, also kombinationmäßig, unglaublich. Ja, ich habe ja den Kampf gesehen, ich war ein bisschen überrascht. Nee. Ich kann ihn ja vorher nicht. Ja. Und dann dachte ich so, hä? Sag mal, wer sucht sich den Fall? Ich dachte so, kennst du das Fallobst? Wer sucht sich den denn aus? Und man muss so bedenken, Anthony Joshua hat ihn nicht ernst genommen. Ja, das kommt, glaube ich, und hinzu, in Schwergewicht, ein Schlag kann alles entscheiden. Und der hat auch das Herz. Er hat ein paar Schläge bekommen. Weil er hat ein paar Schläge, er war erstes auf dem Boden, ne? Muss man so sagen. Ja. Und dann das Herz zu haben, wieder zu kämpfen, und das hat er auch geschafft. Und auch sehr sympathischer Junge. Ja, das muss ich sagen, ja. Sehr sympathisch. Ja. Meinte ich, danke Gott und meiner Familie, und war eigentlich sehr, sehr sympathisch. Und ich glaube, ein Rematch wird er Joshua wieder K.O. schlagen. Meinst du? Ja, glaube ich. Weil der hat zu schnelle Hände. Und der kann auch viel ab. Wenn du auch in dem Kampf guckst, der hat so viele Schläge bekommen, der ist aber stehen geblieben. Respekt von so einem Snickers-Typ. Unglaublich. Ey, du, mich hat er umgehauen. Also meine Sympathie hat er. Ich habe ihn ehrlich gesagt, ich habe ihn wahrscheinlich auch unterschätzt, genau wie Joshua. Genau. Das ist Fakt. Ich dachte, komm, ey, den haut er in der zweiten Runde weg, dachte ich. Und im dritten Block heißt es natürlich bei uns Challenge Time. Das heißt, wir zeigen unseren Gästen und mir natürlich auch unterschiedliche Persönlichkeiten, Celebrities, VIP, Schauspieler, Musiker, whatever, immer Augen-, Mund-, Nasebereich. Und wir müssen raten, wer dahinter stecken könnte. Okay. Ja, so gegeneinander, also Reaktion ist angesagt, Schokla. Neuroathletik. Neuroathletik ist angesagt. Und wenn du den Namen hast, einfach in den Raum rufen. Und unsere Kollegen in der Regie werden dann quasi, das sind die Referees. Ja, okay. Die sitzen da hinten und dann schauen wir mal. Okay. So, du kannst gerne da hingucken, du kannst da hingucken, kannst aussuchen, wo du hingucken willst. Ich gucke gerne auch mal hier hin. So, erstes Bild. Katzenberger. Boah. Wow. Ach komm, die war nicht so schwer, finde ich. Gott, was? So ungünstige. Rocky Balboa? Nein. Nein. Udo Lindenberg. Udo. Hättest du wissen müssen, ne? Ja. Udo! Oh, die Lippen, ne? Messi. Okay, ich glaube gleichzeitig, würde ich sagen. Kann nur Messi sein. Der Bart. Ja, vor allem Trikots verraten. Barcelona. Ja, auf jeden Fall.
Otto. Oder? Na, doch. Niemals. Nee. Ochsenknecht. Nee. Ja, nie, ja. Wow. Okay. Dings. Warte, ich hab's gleich. Der ist bei Germany's Next Top Model oder nein. Jury oder so. Nee. Nein. Guido Maria Kretschmer, ja. Modedesigner. Ja, Modedesigner, genau. Ah. Allah, was ist los heute? Du bist heute echt schnell. Ah, ich hab Neuroathletik. Ich bin zu langsam. Neuroathletik-Training. Boateng. Ja. Okay. Kennst du das so? Dann kommt der Name nicht, hast du auch hier rum. Ja. Hätte aber auch der andere Boateng sein können. David Garrett, wegen der Geige. Du hast eine Geige, kann nur David Garrett sein. Ey, ich habe ihn nur an der Geige erkannt. Nicht an, ja, ich kenne keinen anderen Geiger. Warte, ich hab's gleich. Ich kenne ihn. Bei diesen Musikshows. Richtig, das ist seine Jury. Warte mal. Mit M. Oder? War. Nee. Doch, mit M. Der ist immer cool drauf. Und hat immer einen Cap auf dem Kopf. Genau. Richtig. Der guckt so unschuldig. Ja, aber ich glaube, das ist er nicht. Das sind die ganz schlimmen Finger meistens. Ich komme nicht drauf. Irgendwas mit M, oder? Wie heißt er nochmal? Weiß ich nicht. M. Mark Foster, siehst du M? Foster, sag doch. Ja, Mark Foster. Der alte Marky Foster, du. Cap und Brille. I kiss the girl, I like it. Na, ich hab den Namen nicht im Kopf, aber ich kenn ihr Lied. Pastorentochter. I kiss the girl, I like it. Das Lied weißt du und du kennst ihn nicht? Mir fällt dein Name nicht ein. Ich hab sehr oft immer Songs im Kopf, wenn ich die Künstler das Gesicht sehe. Ich komm nicht auf den Namen. Sag mal, kriege ich dafür halbe Punkte, dass ich immer zumindest deren Songs weiß? Nein, Katy Perry. Katy Perry, ja. Lotti ist auch noch so gemein, sag sofort nein. Leonardo DiCaprio, nee. Oder? Nee. Doch, Leonardo DiCaprio. Wow, nicht schlecht. Ich wäre nicht drauf gekommen. Leonardo. 6-2? 6-3. Sorry. Sorry, beim nächsten Mal musst du ich mehr. Ich muss mich geschlagen geben. Deine Athletik und Neuroathletik ist zu schnell. Nein, Mann, ich gucke zu viel solcher Magazine. Das ist das Problem. Ich sollte mehr joggen. Wenn ich mehr joggen würde, würde ich die alle nicht kennen. Das ist der Unterschied. Was muss ich machen, mein Lieber, wenn. Eine andere Sache. Wir unterhalten uns dauernd im Sender über gesunde Ernährung, Fitness, Sport und alles, was damit zu tun hat. Ne? Aber es gibt eine Sache. Und zwar der innere Schweinehund. Oder wie es Halal-Version wäre, der innere Schweinelamm. Ja? Die Wille. Ja, wie krieg ich den? Tief im Herzen hast du den. Ja, dafür bin ich zu faul. Das ist doch das Problem. Ja, jetzt kommst du mit so einem Mental-Coach. Tief im Inneren hast du den, mein Sohn. Das klang gerade wie bei Dr. Fukushima, ey. Nein. Aber ehrlich, kann man sowas antrainieren? Geht das überhaupt? Man kann Disziplin antrainieren und aber sowas war echt schwer. Weil so ein Beispiel ist das 11., 12. Runde, du kannst nicht mehr. Das musst du irgendwie tief in dir haben. Herz kann man nicht trainieren. Hm. Körper schon, Geist schon. Ja. Aber so Herz ist schwer. Eye of the Tiger, musst du haben. Tiger, ja, ist so. Entweder bist du bissig, hast Bock drauf oder lass es angehen aus. Du als Ringsprecher, wenn du ein paar Boxer siehst, die schon reinkommen, weißt du ganz genau, der verliert oder der. Ja, bei einigen habe ich manchmal echt das Gefühl, so wie die reintrotteln. Dann sagst du, lohnt sich sowieso nicht, dass du im Ring reinkommst. Ja. Bestimmt denkst du, das Ring, weil du hast ja eine andere Perspektive und du siehst ja die, wo die nervös sind und dann sagst du selber schon für dich. Und dann kommt dieser starke Auftritt manchmal von dem einen oder anderen Boxer. Und dann denkst du, okay. Vor allem der aufrechte Gang, die Art und Weise, wie er nach vorne guckt und alles klar, Digga, zweite Runde, ich hau dich um. So guckt er manchmal. Du musst es vorstellen, wirklich. Ja, ich glaube, es ist wirklich so. Und dann kommt der andere und dann so, oh, ich weiß nicht, ob ich in den Ring sollte.
Ach, ich gehe lieber nach Hause. Trigger der geht dann auch nach Hause. Und zwar nach einer Runde. Ja, das stimmt. Ich glaube hier. Genau. Wie funktioniert das eigentlich mit den Planungen für die nächsten Kämpfe? Ich meine, Mayweather ist ja das beste Beispiel. Du meinst 50 Kämpfe. So, 50 Siege, noch nicht verloren. Du hast 14 Kämpfe, noch nie verloren. Ja. Ist noch ein langer Weg zwar, ist noch sehr lang. Aber man muss sich doch beim Boxen, glaube ich, auch so weit schon fokussieren, dass man sagt, alles klar, im Dezember kommt eventuell hoffentlich inshallah Europatitel. Das heißt, da muss ja nächstes Jahr WM-Titel ja kommen, oder? Ja. Oder gibt es dafür eine Zahl, wo du sagst, ich muss 20 Kämpfe machen, vorher nicht? Nee. Kommt auf den nächsten Gegner an. Wie stark er ist, ob du bereit bist, ob du in der Position bist, dass du mit dem Weltmeister boxen kannst. Also es spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Und ja, erstmal Europameisterschaft und dann 2020, so Gott will, gucken, wie weit ich hochgerankt bin und dann. Welche Plätze hast du gerade inne eigentlich? In Boxrec, es wird immer durchgewürfelt. Manchmal ist man, ich war mal 12. 60 da, dann war ich 70 da, dann 80 da, ohne, obwohl ich nicht verloren habe. Der Boxrec ist so eine Seite. Ja, Boxrec ist so eine Seite so aus Amerika und die machen unabhängig deren eigenen Ding. Wirklich. Manchmal siehst du, heute ist er 20 da, morgen ist er irgendwie auf einmal 25 da. Es kommt auf die Verbände an, das ist wichtig, wo du da gerankt bist. Und wenn ich jetzt Europameisterschaft kämpfe, dann bin ich definitiv unter die Top 15 der Welt. So, und soweit ich weiß, das habe ich jedenfalls mal gelesen, korrigiere mich bitte, der Champion, der Weltmeister, sucht sich ja sehr oft seinen Gegner aus. Genau. Ne? Und die müssen aber immer, sollten oder muss Top 15 sein. Genau, richtig. Deshalb ist Top 15 wichtig. Genau, und dann hat er einmal die Verteidigung und dann sucht er, na klar, nicht den Stärksten aus, sondern für sich, was er denkt, den Schwächsten. Also ist 15 am besten? 15 ist gut, 15, 14 und dann auf einmal kriegst du die Chance wie Andy Ruiz und dann knockst du ihn aus. Dann bist du Champion. Wer wäre der Champion jetzt aktuell? In meiner Gewichtsklasse sind jetzt mehrere. Einmal Brides, Kevin Lerena, IBO, Dorticos. Die kämpfen morgen mit Ali Tunia um die drei Gürteln jetzt. Finale, Dorticos gegen Brides, Maris Brides, der Hook K.O. geschlagen hat. Oh, kenne ich noch. Und ja. Und guter Gegner, aber sehr starker Gegner. Genau, Kämpfer. Sehr starker Gegner. Und ja, da will ich hin. Ja, die sind jetzt 32, 33 Jahre alt. Also, du hast noch ein bisschen Potenzial. Ja, du bist jetzt 26, 27. 27. Ne? 27. Das heißt, nächstes Jahr einen von denen herauszufordern, wäre top. Kannst du dich auch selber ins Spiel bringen? Geht das eigentlich? Kannst du den Weltmeister anrufen? Sehr banal. Ey, keine Ahnung, schick dir mal WhatsApp. Ey, Diggi, ich würde dich gerne herausfordern. Nein. Wozu? Was für ein Sinn? Keine Ahnung. Ich dachte, um im Spiel zu sein. Nee, der muss erstmal seine Gage bekommen. Wir reden über eine ganz andere, nicht wie über 2.000, 3.000 Euro. Und halt für ihn muss sich das lohnen. Es lohnt sich für einen Weltmeister nicht, gegen irgendeinen zu boxen, der, sagen wir mal, er davon nicht hat. Vielleicht, wenn ich einen Weltmeistergürtel habe und der auch einen hat, da kann man vereinigen und sagen, okay, hör mal zu, ich boxe um den Gürtel, du boxe um aber den. Man könnte aber auch denken, ich bin Weltmeister, ich gebe einem jemanden, einem Underdog eine Chance, könnte man auch verkaufen. Kann man das nicht verkaufen? Nee. Boxer sind alle eigensinnig, denken nur an sich selbst. Okay. Ja, ich meine, das ist auch ein Solosport. Ich meine, genau. Es ist ja nicht wie Fußball, 11 gegen 11, sondern 1 gegen 1. Richtig. Und ja, da musst du denken, was für dich das Beste ist. Eine Sache, die interessiert bestimmt unsere Zuschauer auch und mich auch. Wie entsteht eine sogenannte Kampfbörse? Wie entsteht die? Wer entscheidet das? Wie kommen da die Summen zusammen? Also kommt drauf, also jetzt beispielsweise Anthony Joshua gegen Andy Ruiz. Die haben einen großen Promoter, der veranstaltet das. Dann gibt es dann DAZN, Fernsehrechte und dann Sponsoren. Die zahlen, ne? Diese TV-Sender zahlen die dafür, genau, die TV-Sender haben 1 Milliarde Dollar mit Eddie Hearn einen Vertrag unterschrieben, dass er alle Kämpfe von Matchroom bei DAZN und dafür hat er 1 Milliarde bekommen? Genau. 1 Milliarde? Ja. So. Und, aber er macht dann die ganzen Veranstaltungen. Jetzt ist er in Amerika, er hat auch den Canelo, auch einen sehr, sehr guten Mexikaner unter Vertrag genommen. Er nimmt alle Boxer unter Vertrag und die boxen alle unter seinen Banner.
Und also in der Matchroom bei Banner. Und ja, so kommt das. Und jetzt in beispielsweise jetzt zu Joshua. Und wie Joshua, wird die Aufteilung? Entschuldigung, ja, bitte. Zu Joshua Andy Ruiz. Die boxen jetzt in Saudi-Arabien und die Scheichs aus von da haben dann sozusagen den Kampf da nach Saudi-Arabien, nach Jeddah geholt für, weiß ich nicht, 100 Millionen, 90 Millionen. Und dann kriegt beispielsweise der Joshua, obwohl er nicht Weltmeister ist, 40 Millionen. Und der Ruiz kriegt, glaube ich, 15 Millionen. Und den Rest kriegt er. So ein Verhältnis? Ja, weil. Obwohl er gewonnen hat? Ja, weil Joshua ist ein Name. Das ist so wie Nike und. Puma. Keine sorry, Ahnung. Sorry, ich mag beide Marken. Ja, so ungefähr so. Nike und krass. Puma. Weil es kommt auf die Person an, was für einen Namen du hast, was für eine, wie viele du anziehst, wie viele, was für eine Reichweite du hast, wie viele Tickets du verkaufen kannst. Ja, okay, da wird Joshua wahrscheinlich ziehen. Joshua ist halt eine Marke, Ruiz noch nicht. Aber wenn er jetzt nochmal besiegt, dann klar. Dann wird er auch. Dann wollen wir auch, dass du auch bald hoffentlich, inshallah, so eine Marke wirst. Und dann sehen wir dich als Champion. Also, wie gesagt, einmal kommt er vorbei, ohne Titel, dann mit einem Titel, dann mit zwei Titeln. Bald mit drei. Nächstes Jahr ist wohl klar, ne? Wenn er im Januar hier auftaucht, Januar, Februar, dritter Titel, inshallah. Mein Lieber, ich wünsche dir alles Gute, Schocker. Dankeschön. Und euch da draußen wünsche ich natürlich ein schönes Wochenende. Bleibt uns weiterhin treu. Bis demnächst und tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ortel Mobile. Ortel, wir sprechen deine Sprache.